Hallo zusammen! Wie ihr im Titel schon gelesen habt, geht es heute mal wieder um eine Produktreview. Und zwar war Rossmann so nett, mir zwei Lippenstifte zuzuschicken, die ich testen durfte. Das ist jetzt schon 2 oder 3 Wochen her, bestimmt. Und ich habe sie ausgiebig getestet, zumindest den einen, weil bei dem anderen zeige ich euch gleich, das ist einfach nicht so meine Farbe. Aber es geht auf jeden Fall um den Max Factor Lipfinity. Den Lippenstift gibt es ja schon relativ lange und der wurde jetzt überarbeitet. Es kamen ein paar neue Farben dazu. Und womit fangen wir an? Ich zeige euch mal die Farben, die ich zugeschickt bekommen habe. Und zwar ist das die Always Delicate. Delicate? Und die Just in Love, das ist einmal so ein Nude-Ton, würde ich fast sagen, und ja, so ein bäriger Ton. Und ich habe die euch mal aufgepinselt. Und zwar könnt ihr hier einmal den Nude-Ton sehen und auf der anderen Seite den Just in Love. Auf den Lippen trage ich Just in Love. Ich wollte das schon vor einer Woche drehen, das Video. Dann habe ich aber irgendwie, ich glaube, auf dieser Seite einen Pickel bekommen, relativ nah an den Lippen. Dann habe ich gewartet, war jetzt praktisch wieder so weit zu drehen und prompt kriege ich auf der anderen Seite einen Pickel. Jetzt habe ich gedacht, jetzt ist es pups egal, jetzt drehst du trotzdem das Video. Und ich habe meine Lippen dann noch extra einmal fotografiert und zwar als erstes zeige ich euch die Farbe 006 Always Delicate. Und zwar hier seht ihr sie einmal ohne den Pflegestift und jetzt einmal mit Pflegestift. Zwischen den beiden Steps müsst ihr ungefähr eine Minute warten. Also wirklich erst die Farbe auftragen, Minütchen warten und dann den Pflegestift drüber geben. Also ich habe häufig das Gefühl, ich muss immer wieder, Moment, wo habe ich den liegen, hier drüber gehen. Der sieht auch aus wie so ein, ja, es ist einfach ein Lippenpflegestift und der ist ganz angenehm. Der riecht auch nach nichts, würde ich sagen. Und den muss man schon in der Handtasche haben, wenn man irgendwo hingeht. Und der Lippenstift soll 24 Stunden halten und das tut er tatsächlich. Also er bleibt bei mir nicht komplett an Ort und Stelle so über die Stunden verteilt. Also ich muss sagen, tagsüber hat er wirklich sehr gut gehalten. Als ich zum Beispiel mit Betty unterwegs war, hatte ich ihn getragen und sie kann bezeugen, dass er wirklich am Abend immer noch auf den Lippen war. Und wir haben eine Eisschokolade getrunken, dann haben wir chinesisch gegessen und am Ende habe ich noch einen Kakao getrunken und der Lippenstift war trotzdem immer noch drauf. Ich musste allerdings wirklich mit dem Lippenpflegestift da zwischendurch drauf gehen, weil man tatsächlich auch dann schon gesehen hat, dass er sehr trocken wurde auf den Lippen. Aber die Farbe hat bombastisch gehalten. Ich bin den Abend dann auch tatsächlich mit der Farbe auf den Lippen ins Bett gegangen, weil mal eben so mit dem Waschlappen oder so lässt die sich tatsächlich nicht abnehmen. Ihr braucht dafür Augen-Make-up-Entferner. Ich glaube, es war ölhaltiger. Und damit geht es dann weg. Und wie gesagt, ich bin damit ins Bett gegangen und hatte am nächsten Morgen immer noch die Farbe auf den Lippen und nicht auf dem Kopfkissen. Allerdings, je weiter es in den Mund reingeht, desto mehr war die Farbe dann weg. Also da, wo die Lippen eben feuchter sind. Da hat es sich dann irgendwann abgelutscht automatisch. Aber ansonsten, ich sag mal, man hätte nur in, das war jetzt wie so ein großer Lip Liner praktisch noch drauf. Man hätte innen nur ein bisschen ausfüllen müssen, man wäre wieder good to go gewesen. Also der hält wirklich bombastisch. Und wie gesagt, ich habe ihn ja hier jetzt drauf. Und wenn ich da jetzt so rüberhubbel, ne? Also richtig rüberhubbel, dass meine Hand schon heiß ist, dann ist das immer noch da drauf und ich habe da an der Hand habe ich nichts. Das ist echt erstaunlich. Das ist wirklich eine bombastische Farbe. Das hält wirklich super. Also wenn man sich die Inhaltsstoffe durchliest, es ist natürlich eine Chemiekeule. Aber ich denke, anders ist das auch gar nicht möglich, so einen super haltbaren Lippenstift herzustellen. Ich muss aber sagen, ich habe da keine Probleme mit. Ich bin auch ein Mensch, der selten auf die Inhaltsstoffe achtet, die in den Produkten sind. Ich achte mehr darauf, was kann das Produkt, hält es, wie gefällt es mir von der Farbe her. Das interessiert mich irgendwie mehr als die Inhaltsstoffe. Davon mal abgesehen, dass wenn ich im Laden stehe und mir das alles durchlese, verstehe ich eh nichts davon. Da müsste ich echt erst nach Hause gehen und googeln, was das alles ist. Und wenn es danach geht, kannst du eh nichts mehr kaufen.
Tragen tue ich jetzt eben diese Farbe Just in Love. Und ich muss sagen, die Farbe gefällt mir richtig, richtig gut. Also das wäre auch eine Farbe, die ich mir im Laden nachkaufen würde. Ich habe bloß irgendwie Probleme mit diesem Applikator. Das ist wie so beim Lipgloss ein Applikator, meine Lippen zu ziehen. Das seht ihr auch auf dem Foto, das ich euch jetzt einblende. Ich glaube, ich habe 3-mal gemalt und ich habe immer irgendwie übergemalt. Ich bin da irgendwie unfähig zu. Und normalerweise, also jetzt nicht für diesen Test, habe ich vorher immer noch einen Lip Liner benutzt, damit ich einfach wirklich so wie so beim Ausmalen eines Bildes so eine Grenze habe, bis wo ich malen kann. Und das funktioniert bei mir besser. Aber jetzt für den Test und für die Fotos wollte ich natürlich wirklich nur den Lippenstift tragen. Und deswegen habe ich übergemalt, ja, wie so ein kleines Kind. Und dann seht ihr jetzt eben einmal ohne den Pflegestift, den blende ich euch eben jetzt nochmal ein, und noch einmal mit Pflegestift, den man aber im Laufe des Tages wirklich immer wieder auftragen muss. Ich muss sagen, auf den Fotos gefällt mir der Nude-Lippenstift sehr gut, aber in Wirklichkeit steht mir das nicht so wirklich. Ich habe da eher das Gefühl, es ist so leichenhaft. Aber das liegt einfach an meinem Hautton. Ich bin ja sehr blass und das ist einfach nicht meine Farbe. Ich habe immer das Gefühl, ich muss ein bisschen was so hervorsticht. Ich habe auch eine Karte dazu bekommen. Die findet ihr aber auch online. Es gibt 22 Farben und es gibt so eine wunderbare Aufstellung. Da könnt ihr eben sehen, für helle Haut, mittlere Haut, dunkleren Teint, welche Farben euch gut stehen. Das sind natürlich nur Empfehlungen, jeder kann tragen, was er will. Da steht eigentlich das Always Delicate bei den hellen Hauttypen. Nichtsdestotrotz ist es einfach nichts für mich. Aber das ist halt ja ein persönliches Empfinden, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Und da muss halt jeder dann wirklich mal im Laden gucken oder mal testen, was ihm gut gefällt. Preislich liegt der, glaube ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, zwischen 8 und 12 Euro. Ich weiß, das ist eine große Preisspanne, aber ich warte auch immer ab, bis es zum Beispiel 20% bei Rossmann gibt. Und deswegen kann ich euch jetzt gerade echt nicht genau sagen, was der Lippenstift kostet. Aber ich kann ihn wirklich, also wer eine Farbe sucht, die wirklich den ganzen Tag hält, da kann ich dir wirklich uneingeschränkt empfehlen. Ich habe da, das Einzige ist wirklich, dass man jetzt nicht unbedingt sagen kann, dass er eine tolle Pflegewirkung hat. Also das fehlt mir ein bisschen, dass man, ich sag mal, wie bei vielen anderen Lippenstiften, wo man wirklich das Gefühl hat, ja, es pflegt gleichzeitig die Lippen, das habe ich hier halt nicht. Nichtsdestotrotz hält der wirklich bombastisch. Also ihr könnt damit essen gehen, trinken gehen, küssen, das hält er alles aus. Warte mal, ich habe hier meine Hand und der Strich, der da ist, ist von, da habe ich mir die Hand verkokelt mit meinem Lockenstab. Ich habe jetzt echt doll drauf geknutscht. Jetzt habe ich schon Angst gehabt, dass man doch was sieht, aber nein, man sieht nichts. Und auf den Lippen ist es immer noch. Ich habe jetzt leider kein Glas dabei, aber ihr könnt mal glauben, dass es wirklich nicht abgeht. Wie gesagt, die Pflegewirkung ist nochmal eine ganz andere Baustelle. Aber wenn es rein um die Haltbarkeit geht, da kann ich echt nicht meckern. Also der hält wirklich bombastisch und irgendwann hat man dann eben dieses Gefühl, dass er leicht die Lippen austrocknet, dann müsst ihr dann echt rübergehen mit dem Pflegestift und dann ist wieder alles gut. Man merkt den Lippenstift auch auf den Lippen, das ist kein unangenehmes Gefühl, aber ich merke schon, dass ich tatsächlich was auf den Lippen habe und das merke ich auch den ganzen Tag. Also ich bin mir bewusst, dass er da ist, auf jeden Fall. Und was kann ich noch dazu sagen? Pflegewirkung, wie gesagt, ist halt nicht so doll. Chemiekeule, aber wie gesagt, dafür hält er eben super. Die Farbauswahl finde ich sehr gut, die könnte meiner Meinung nach noch größer sein, die Farbvarianten, die man da hat. Und ja, also ich denke, das Wichtigste ist einfach die Haltbarkeit. Ich meine, darum geht es ja. Die soll 24 Stunden halten und das tut sie tatsächlich. Wie gesagt, dass sie sich nachher innen so ein bisschen löst, ist klar, ne? Ich meine,
Und ja, also von mir gibt es dafür echt 2 Daumen hoch. Bing, bing, bing. Und damit ihr, oder damit zumindest einer von euch auch in das Vergnügen kommt, ihn testen zu können, habe ich noch einen besorgt. Der steht hier hinter mir schon die ganze Zeit, damit ihr auch seht, dass ihr nicht meinen ausgelutschten kriegt. Zeige ich euch den hier mit der richtigen Packung. Moment. Und zwar habe ich mich für die Just in Love nochmal entschieden. Das ist der, den ich trage. Dieses wunderschöne Rot. Und damit, weil ich dachte, nur Lippenstift fand ich jetzt irgendwie, auch wenn es hier um Lippenstift geht, aber wenn ich schon Päckchen packe bzw. Porto bezahle, ich muss ja auch so ein bisschen irgendwie rechnen, habe ich gedacht, dann gehört vielleicht auch noch ein bisschen was für die Augen dazu und packe dann noch von Max Factor, ja, jetzt zeige ich euch den ganz schlau, den Pflegestift in die Kamera. Der ist natürlich automatisch mit da drin. Wo habe ich denn? Wo habe ich denn? Wo habe ich denn? Ich knall Frosch, echt. Also, ich habe gedacht, weil es ja so ein bisschen Klassiker ist, der halt umgewandelt worden ist, packe ich euch noch einen Klassiker von Max Factor dazu. Und das ist die 2000 Calorie Mascara. Ich mache sie jetzt nicht auf. Die ist nagelneu in Black. Und das ist eben ja der... Die Mascara, ich glaube, die gibt es bei Max Factor schon seit 20 Jahren. Und so alt ist sie natürlich nicht, die ist neu. Und die packe ich euch noch dazu. Und wie gesagt, weil ich dachte, ein Klassiker, dann gibt es noch einen zweiten Klassiker dazu. Ja, das Set könnt ihr jetzt also gewinnen, den Max Factor Lipfinity in Just in Love. Und die 2000 Calorie Mascara in Black. Und dafür müsst ihr mir einfach nur einen Kommentar schreiben. Wer nicht gewinnen möchte, schreibt am besten einen Kommentar und schreibt dazu, ich will nicht gewinnen, interessiert mich nicht. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann nicht nur schreibt, ich möchte gewinnen, sondern eben auch was vielleicht, was ihr von dem Lippenstift haltet. Vielleicht habt ihr selber eine andere Farbe. Oder was ihr euch erhofft oder, ach, ich weiß auch nicht, euch wird schon irgendwas einfallen. Ich lese gerne jeden eurer Kommentare oder vielleicht, was ihr mit Max Factor verbindet. Und ich freue mich auf jeden Fall auf jeden einzelnen Kommentar und ich drücke euch die Daumen. Das Gewinnspiel läuft bis zum 29. Juni, also genau eine Woche, bis 12 Uhr mittags. Ich schreibe euch das ganze Klimbim, die Regeln und so weiter unten nochmal in die Infobox. Und ja, ich freue mich auf zahlreiche Kommentare und drück euch, wie gesagt, die Daumen und ich drück euch die Daumen, das kennen ja vielleicht einige aus meinem anderen Video, und 2 Daumen hoch von mir für den Lippenstift und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!